Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Beitrag erfährst du alles über das neue 4x-Rundenstrategie- und Aufbauspiel Imperiums Greek Wars. Es ist gerade frisch bei Steam erschienen und möchte uns ins antike Griechenland entführen. Ich zeige dir in diesem Review, wie sich das Spiel spielt, was drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir, aber vor allem möchte ich dir mit diesem Test alle Infos geben, die dir helfen, für dich selbst zu entscheiden, ob es dir Spaß machen könnte oder nicht. Imperium Greek Wars wird von Cube Games aus der Tschechischen Republik entwickelt und im Eigenvertrieb gepublished. Es ist frisch auf Steam erschienen und kostet derzeit 29,99 € oder 27 $. Ich habe ein kostenloses Testmuster vom Entwickler bekommen, teste aber alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Imperiums Greek Wars – Spieltyp. In diesem Spiel dreht sich alles um die Geschichte des antiken Griechenlands. Die beiden Kampagnen, die derzeit in Imperiums Greek Wars enthalten sind, starten ca. 355 v. Chr. Und verfolgen die Geschehnisse von bekannten Provinzen wie Athen, Sparta, Peloponnes, Mazedonien, aber auch vielen kleineren und unbekannteren Regionen und Volksgruppen. Die Zeiten waren rau und kriegerisch, und zwischen Handel und Diplomatie waren alle Führer der damaligen Reiche darauf aus, das Beste für sich und ihr Land zu erreichen, und das oft auch skrupellos und aggressiv. Wir sind Heerführer, Schatzmeister, strategischer Planer, Diplomat und vieles mehr in einer Person. Imperiums ist sehr komplex und das Spiel findet in den zahlreichen Menüs und Untermenüs statt. Im Grunde ähnelt der Spielablauf ungefähr dem sehr bekannten Civilization 6 oder den Vorgängern. Es ist ein sogenanntes 4x-Strategiespiel. Falls dir der Begriff nichts sagen sollte, erkläre ich das gern. Die 4x'e stehen für Explore, Expand, Exploit, Exterminate, was auf Deutsch so viel wie Erkunden, Ausbreiten, Ausnutzen und Vernichten bedeutet. So bauen wir Städte, Siedler und Kampfeinheiten, errichten Tempel und Straßen, erkunden die Umgebung und sind dabei ständig von gegnerischen Einheiten und Staaten umgeben. Anders als in Civilization startet man hier nicht in einer fast leeren Welt, sondern alles Territorium, das man neu besiedeln will, muss man zuvor einem anderen Volk entreißen. Da aber 10 oder mehr andere Staaten auf der Karte aktiv sind, können wir nicht mit allen gleichzeitig Krieg führen. Und so brauchen wir die umfangreichen Diplomatiefunktionen und den Handel, um bestehen zu können. Singleplayer, Multiplayer und Maps. Alles findet in Runden statt, für jede Aktion kann man sich also reichlich Bedenkzeit lassen. Diese Zeit ist auch gerade zu Beginn oft erforderlich, da man sehr viel lesen muss, um alles zu verstehen. Es gibt zwei umfangreiche Kampagnen für Solospieler und dazu kommt ein umfangreich einstellbarer Zufallskartengenerator für mehr oder weniger endlose Wiederspielbarkeit. Dieser Generator hat einen wirklich sehr vorbildlichen Umfang an Einstellmöglichkeiten für Kartengröße, Beschaffenheit der Landschaft, Anzahl der Gegner und deren Schwierigkeitsgrad, für Zeitalter, Rundendauer, Siegbedingungen und vieles mehr. Imperiums Greek Wars verfügt auch über einen Multiplayer-Modus, sodass man das Spiel nicht immer allein spielen muss. Hier ist als besonderes Merkmal zu erwähnen und zu loben, dass das Spiel auch einen sogenannten Hot Seat-Modus unterstützt, man also mit mehreren Spielern vom gleichen PC spielen kann. Obendrein wird auch das neue Remote Play Together Feature von Steam unterstützt. Hiermit hat man die Möglichkeit, mit Steam-Freunden gemeinsam zu spielen und jeder kann mitspielen, auch wenn die andere Person das Spiel gar nicht selbst besitzt. Hier muss man also für eine Partie am Abend den Freund nur überzeugen, dass er mitspielen möchte, nicht auch gleichzeitig noch davon, dass er sich für diesen Abend sofort das ganze Spiel kaufen muss. Dann verfügt das Spiel auch noch über einen Karteneditor, mit dem man sich eigene Karten und Szenarios zusammenbauen kann. Hierfür wird auch Steam Workshop Unterstützung angeboten, sodass in absehbarer Zeit vermutlich der Umfang des Spiels auch noch durch Spieler gemachte Karten und Szenarios stark erweitert werden könnte. Oft bekommen solche Spiele dann nach einiger Zeit vielfältige Mods und bekommen so eine sehr viel längere Lebenserwartung. Gameplay, Simulation und Strategie. Grundlage für unsere Wirtschaft sind 6 Waren oder Rohstoffe, die wir in der Umgebung anbauen oder abbauen können. Dies geht von Nahrung und Kohle über Steine, Eisen und Holz bis hin zu Gold. Außerdem erzeugen unsere Städte weitere wichtige Ressourcen wie Wissen, Einfluss, Sklaven und Bürger und dazu kommt dann noch die Zufriedenheit unseres Volkes. So müssen wir Felder anlegen und Minen bauen, diese mit Straßen verbinden und unsere Städte ausbauen, spezialisieren und neue gründen.
Damit wir nicht dauernd unsere Nachbarn durch unsere Anwesenheit provozieren und diese uns eventuell irgendwann gemeinsam angreifen, sollten wir auch ausgiebig die Diplomatie nutzen. Hier bietet Greek Wars sehr umfangreiche Möglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was man üblicherweise in diesen Menüs angeboten bekommt. Neben Handelsabkommen und Friedensverträgen gibt es auch komplexere Vertragsmöglichkeiten, wie gemeinsame Angriffe auf feindliche Staaten, wo vorher vertraglich festgelegt wird, welches Land welche Städte angreift. Damit sich unser Volk weiterentwickelt und wir einen Vorteil den Barbaren hinter dem nächsten Hügel gegenüber bekommen, bietet Greek Wars einen komplexen Forschungsbaum. Insgesamt 61 verschiedene Wissensthemen, Diplomatiefähigkeiten, Stadtverbesserungen, Einheitenaufwertungen oder komplett neue Einheiten können erforscht werden. Und immer stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, sodass dies auch wirklich eine gewisse strategische Tiefe bietet. Insgesamt hat Imperiums Greek Wars im Strategiebereich einen riesigen Umfang an Möglichkeiten. Im Vergleich zu Civilization ist die Stadtentwicklung und Aufwertung der Umgebung etwas weniger komplex, dafür sind andere Gebiete wie die Diplomatie teilweise umfangreicher. Auf jeden Fall bewegen sich beide auf einem ähnlichen Niveau. Gameplay Historisches. Ich bin kein Geschichtsprofessor und kann daher die Exaktheit der im Spiel vermittelten Daten nicht völlig beurteilen. Das möchte ich auch gar nicht versuchen. Als Laie wird man hier aber mit umfangreichen Geschichten und einigen Informationen zur Geschichte der Völker versorgt. Für mich hat dies einige interessante Lesestunden gebracht. Ich habe einen Teil meiner Geschichtskenntnisse rund um das alte Griechenland auffrischen und auch einige neue Dinge lernen können. Wenn man einfach nur Strategiespiele mag, ist die Exaktheit der Geschichte vermutlich kein entscheidendes Merkmal. Und für echte Fans von Geschichte bietet das Spiel aber vermutlich trotzdem genug vom geliebten Thema, dass man selbst mit eventuellen Abweichungen gerne lebt, weil das Angebot an Spielen in diesem Bereich ja nicht allzu umfangreich ist. Technik, Grafik, Sound. Das Spiel läuft bei mir stabil und absturzfrei. Grafisch wird hier kein überragendes Bild geliefert, alles wirkt etwas altbacken und schlicht. Aber das hat durchaus auch seinen eigenen Charme. Technisch hat das Spiel umfangreiche Einstellmöglichkeiten, um es an verschieden starke Rechner anpassen zu können, aber es wird natürlich niemals ein Grafikfeuerwerk entzünden, auch wenn man es noch so hoch dreht. Aber ich denke, das braucht es in diesem Genre auch gar nicht. Im Gegenteil, Spiele, die dazu viele Effekte bieten, lenken oft nur von der eigentlichen Flachheit bei Taktik und Strategie ab. Die Vertonung ist auf gutem oberen Mittelmaß. Die Samples bei Kämpfen oder bei Bewegungen der Einheiten sind klar und gut zuzuordnen und besonders gefallen hat mir die Musik. Hier gibt es wirklich eine große Anzahl an Titeln und auch die Option, direkt im Spiel die Lieder weiterzuschalten oder auch zurück, habe ich noch nicht oft sehen dürfen. Sprachausgabe gibt es nur in der Cutscene des Vorspanns und dort ist sie in Englisch und angenehm zu hören. Die umfangreichen Bildschirmtexte dagegen sind in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Tschechisch und Russisch übersetzt und zumindest die deutsche Variante war fast fehlerfrei, sehr gut zu verstehen und gut übersetzt. Meinung und Fazit. Insgesamt hinterlässt Imperiums Greek Wars einen guten Eindruck bei mir. Es bietet keine Action, keine Grafikpracht oder filmmäßige Inszenierung. Aber wer so etwas erwartet, der hat sich, glaube ich, sowieso im Genre verlaufen. Es ist sehr umfangreich, sowohl was die Funktionen als auch die vielen Knöpfe und Untermenüs angeht. Es bietet aber eine gut gemachte Tutorial-Kampagne, die auch Anfängern mit diesem Genre einen halbwegs leichten Einstieg bietet. Und jeder, der Civilization oder eines der vielen 4X-Spiele von Paradox kennt und mag, wird sich hier recht schnell zu Hause fühlen. Man sollte erwähnen, dass die Entwickler hinter diesem Spiel zuvor für Paradox an Imperator Rome gearbeitet haben und sich nun mit einem ähnlichen, aber doch nicht gleichen geschichtlichen Hintergrund sozusagen selbstständig gemacht haben. Da ich Imperator Rome aber nicht kenne, kann ich hier keine Vergleiche ziehen. Es sieht auf Screenshots teilweise recht ähnlich aus. Wie stark diese Ähnlichkeit aber ist und ob sich Greek Wars für Besitzer von Imperator Rome lohnt, vermag ich nicht zu beurteilen. Allerdings kostet der Titel von Paradox fast das Doppelte der hier verlangten 29,90 € und mit Editor und Steam Workshop Anbindung kann man zumindest ein wenig Erweiterung durch zukünftigen User-Content erwarten. Bei Paradox-Spielen bin ich persönlich immer etwas überfordert mit den Unmengen an DLCs und Zusatzcontent. Überfordert, nicht nur dabei den Überblick zu behalten, sondern oft auch finanziell, denn manche Titel dort bekommen leicht mal 15 bis 20 DLCs und wenn man alle zusammen haben möchte, kostet das schnell einige hundert Euro.
Durch den gut gemachten Zufallsszenario-Generator, Map-Editor, der Steam-Workshop-Einbindung und mit dem Multiplayer, egal ob online per Hotseat oder mit der besonders fairen Remote-Play-Together-Funktion, ist für lange Zeit und immer wieder Spielzeit mit diesem Titel möglich. Hier schöpft Cube eigentlich alles aus, um dem Käufer ihres Spiels viele verschiedene Möglichkeiten für Langzeitmotivation zu bieten. Wertung. Mit Imperiums Krieg Wars gelingt Cube Games ein guter Einstieg in die Selbstständigkeit. Für unter 30 Euro bekommt man hier ein umfangreiches und komplexes Strategiespiel mit interessantem historischem Hintergrund. Für Kenner des 4X-Strategie-Genres ist das Spiel auf jeden Fall einen Blick wert. Und auch für Einsteiger kann Krieg Wars gefallen, da es mit dem gut gemachten Tutorial alle interessierten Spieler abholt. Allerdings bietet Imperiums Krieg Wars jetzt auch keine innovativen neuen Ideen oder herausragende Features, die es von der Konkurrenz abheben. Dafür möchte ich eine 75% Grundwertung vergeben. Für eine bessere Wertung hätte das Spiel mehr eigene Ideen bieten müssen. Da das Spiel solide funktioniert, gut übersetzt ist und auch sonst bei mir keine Macken aufwies, gibt es hier auch keinerlei Abzüge von mir. Für das besonders liebevoll gemachte Tutorial und die faire Nutzung des Steam-Features Remote Play Together möchte ich sogar wegen Einsteigerfreundlichkeit einen 3% Bonus vergeben. So kommt am Ende eine respektable 78% Wertung für Imperiums Krieg Wars dabei heraus. Gut gemacht, Cube Games, gern mehr davon. War "This is Sparta" auch dein Schlachtruf und möchtest du den Krieg um die Peloponnes sofort nachspielen? Oder sind Rundenstrategie und Aufbauspiele, wo man stundenlang auf eine Karte schaut, nicht actionreich genug für dich? Schreib mir gern deine Meinung, lass uns drüber diskutieren. Mehr Game-Reviews und Gaming-News und auch Guides und Tutorials findest du auf dem YouTube-Kanal hier oder auf zapzock.de. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen, ciao, ciao, dein Zap.